Wir sind anscheinend genau während der Belagerung gelandet. Das heißt, unsere anderen Ich sind vermutlich in der Fabrik. Auf dem Weg zur First Lady. Was passiert, wenn wir ihnen begegnen? Das passiert nicht. Woher willst du das wissen? Falls nicht so war. Interessante Theorie und Logik. Wo ist mein Klang? Oh mein Gott. Können wir uns aber vielleicht die Stadt nochmal angucken kurz? Ein Teil davon? Boah. Jo, das müssen wir aber wegblasen, ne? Ich will es mal erwähnt haben. Kein Geländer. Wah! Fliegst du runter, bist tot. Super. Ganz tolle Sache. Ah, Lüftungsschacht. Okay, ich dachte so, hä, das? Gab's noch andere Lüftungsschächte? Glaubt nicht. Gut, gehen wir. Sturz. Komm auch nicht hoch, heißt, können wir uns nicht hochziehen, oder so? Ich habe ihren Rat befolgt und es hat sich ausgezahlt, aber ich werde dem Jungen nichts tun. Fink und Comstock werden beide brennen. Aber dieser Junge kann nichts für die Taten seines Vaters. Sie verstehen nicht. Sie sollen dem Jungen nichts antun. Und wir haben auch nie gesagt, dass sie Comstocks Welt in Brand setzen werden. Ein berühmter Mann sagte mal. Und ein berühmter Mann wird sagen. Ich mag den Berg erklimmen. Doch ich fürchte, das Tal dahinter werde ich nie betreten. Das heißt, ich werde nicht erleben wie... Nein. Nun, was ist Ihnen wichtiger? Ihre Rolle in dem Stück? Oder das Stück selbst? Jemand wird kommen. Sie kommt als Mädchen. Gehen muss sie als Frau. Und was macht den Unterschied zwischen einem Mädchen und einer Frau? Blut. Ihre Rolle in dem Stück? Oder das Stück selbst? Ich soll sie zur Mörderin machen? Wie? Lassen Sie dem Mädchen keine Wahl. Dann ist sie gezwungen, eine zu treffen. Jetzt habe ich das verstanden. Wisst ihr noch damals, wo Elisabeth die dann umgebracht hat? Jetzt erklärt sich das. Jetzt! Dich werden wir retten und sie werden wir töten. Wer du bist, weiß ich nicht. Aber interessant. Das erklärt jetzt ein bisschen schon mal was. Aber sind dann das eigentlich die Geschwister, die Strippenzieher? Es ist seine Schuld. Zweimal. So. Wohin? Okay, ich gehe da lang. Finde Finks Labor. Ich hoffe, ich übertreibe es wieder nicht mit meiner Rumsucherei hier. Ich sneak hier die ganze Zeit vor mir her, du, das ist echt widerlich. Da oben kamen wir raus. Drüben laufen zwei, okay. Und das, was wir da haben, dieses neue... Sie dürfen uns halt eigentlich nichts tun. Holy fuckeroni, sind das viele. Ach, der Automaten kenne ich noch. Hallo. Lockpicks brauchen wir keine. Pfeile, Munition. Geht eigentlich. Hey,
Jo, dann brauchen wir wieder die andere Munition. Wo steckst du? Weiß ich nicht. Oh, hier ist aber nichts drauf, oder? Ich kenne den Platz noch, nicht gekämpft. Gegen den Handyman. Nein, ich hätte mir so ein Gas verändern zu können, aber ich habe, glaube ich, keinen mehr. So, ist ja schön. Ich höre dich. Ich sehe dich. Tschüss. Ich habe halt noch den Revolver. Ja, das wäre das Schöne. Wenn du mich findest. Nein, ich setze immer da. Warum habe ich das jetzt wieder drin? Was soll die Scheiße? Ich will doch das hier. Meine Fresse. Das Ding ändert andauernd meine. Oh, da geht ein Vogel, du. Kann nicht wahr sein. Habe ich erstmal hier. Fett abluten. Gucken, wo hier noch was liegt. So, nachladen wir kurz den Revolver. Ja, nein, habe ich jetzt in die Verdammnis gejagt, ist aber egal. Ist ja soweit ist erstmal nicht tragisch, weil wir haben ja noch ein bisschen was gefunden. Da will ich rein. Ah, das geht sogar diesmal auf. Cool. Das tötet sie! Hä? Was Nahkampf betäuben Gegner, die dich bemerkt haben, lediglich. Pflege dich also, bis sie dich suche aufgeben. Das scheint sie nur zurückzuwerfen. So, jetzt ist sie tot. Raff ich zwar nicht, aber. Mir aus. Veränderung. Das ist es, was die Menschen brauchen. Aber manchmal habe ich das Gefühl, dass ich ihnen nur Blut und Feuer bieten kann. Was sie mir angetan haben, kann ich nicht vergessen. Ich war ein Opfer Columbias und Opfer empfinden Scham. Was zerfrisst einen Menschen mehr als Scham? Ich verrotte von innen heraus. Was habe ich dieser Revolution anderes zu bieten als meine eigenen finsteren Motive? Was wird mir letzten Endes wichtiger sein? Die Menschen, die ich retten will? Oder die, die ich in ihren Betten ermorden will? Du hast definitiv ein Problem. Finde Finks Labor. Fink FMG. Wo könnte es wohl nur sein? haben nicht gelootet eigentlich? Schrotze haben wir voll, ist ja schön. Hier liegt auch nichts mehr oder so. Ne, gut. Nimm ich ja froh. Zack, und wir dann Krachmacher erhalten. Sehr schön. Ah, das ist ein zusätzliches Feature. Ach nee, da sind wir hergekommen. Ach nö. Ah nö, ich habe nur kurz eine Abkürzung gefunden. Ach nö. Da denkt man mal, dass man vor, man hat was gefunden, was Neues, und dann so. Psst. Ja, das ist da lang, was denke ich mir. Wir haben auch definitiv jetzt alles mitgenommen. Wir brauchen echt jeden verdammten Schuss. Kannst du was kaufen noch? Wie sieht es mit den Pfeilen aus? Ah, kaufen wir mal ein. Also jetzt, in dem zweiten Teil, ist es echt mit der Munition in allem echt übel knapp.
Ich will mir kurz nochmal das Ding anschauen. Das hier. Ja, was macht das Plasmid? Genau. Gehen wir erstmal da lang jetzt. Ganz nett hier. Keine Trödelei. Erledigen Sie Ihre Aufgaben prompt. Flom! Wer ist da draußen? Hucha! Ich bin kurz erschrocken. Hab kurz gezuckt. Hat man ja gesehen, ne? Den kann man nicht knacken. Schade. Die kann man noch untersuchen. Da ist aber nichts dabei. Ist nicht doof. Ja, es wird einen Krieg geben. Man kann ihn schon förmlich riechen. Angst. Hass. Jeden Tag sterben Leute. Aber wie viele werden noch leiden, wenn wir uns erheben? Gewalt erzeugt mehr Gewalt, das weiß ich. Ich habe es erlebt. Der rationale Geist strebt eine friedliche Lösung an. Er versucht, eine gemeinsame Basis zu finden. Aber wie soll ein Vater eine gemeinsame Basis finden, wenn er zusehen musste, wie sein Kind auf der Straße verblutete? Wie soll man ihm seine Rache verwehren? Ich kenne das Feuer, das in ihm lodert. Ich kenne es nur allzu gut. Und wenn die Zeit gekommen ist, werde ich mich beherrschen können. Eieieiei. Echt hardcore, die ganze vorne Sachen hier. Verkaufsautomat. Wir sind aber auch hier damals lang gekommen, das weiß ich noch. Ah, ich wär's früher gewesen, ne? Aber leider ist hier nix. Oder? Hier muss doch mehr sein wie nur ein verschissener oder ein paar blöde Verkaufsautomaten. Hm. Nee, du verkaufst ja nur Munition und so weiter. Du wahrscheinlich auch. Nee, du bist kaputt. Der ist auch kaputt. Keine Lockpicks, nix. Können mich hier wahrscheinlich irgendwie verstecken oder sowas. Falls ich entdeckt werden würde. Falls. Ich. Tschüss. Manchmal vielleicht, aber nicht immer. Okay, dann gehen wir jetzt da lang. Bin gespannt. Ja, das Ende, wo führt das alles hin? Also ich habe das Gefühl, der Teil vom DLC, selbst von den beiden, ist der weitaus längere. Der andere ging jetzt relativ zügig vorbei. Kluck. Klack. Kluck. Klack. Kluck. Nein. Gehe ich nicht rein. Kann ich mal aufmachen? Fink. Ich hab Fick verstanden. Muss ich hin? Da eigentlich. Wenn die aber aufgegangen ist, dann gehe ich mal da rein. Niemand hier? Okay. Ui! Uhrenschlüssel. Cool. Ich schätze, es hat was mit der Riesenuhr da draußen zu tun. Und mit der Uhr bekommen wir vermutlich die Tür zu Finks Labor auf. Ah. Unser derzeitiger Zustand, beziehungsweise Nicht-Zustand, hat bei meinem Bruder zu einem Gefühl der Unerfülltheit geführt. Der biologische Drang, sich hervorzutun, ist stark. Und es ist nicht ausgeschlossen. Wir könnten uns wieder in Columbia reinkarnieren. Zum alten Leben zurückkehren, um Neues erschaffen zu können. Aber wir sind in dieser Welt gestorben. Zurückzukehren würde bedeuten, einen Teil von uns aufzugeben.
uns selbst. Wir würden wieder Fleisch und Blut werden, mit allen Folgen. Und die Geheimnisse des Universums wären uns wieder verborgen. Ja, das ist natürlich eine schwere Entscheidung. Wir haben Uhr und Schlüssel. Kann ich den da oben irgendwo reinsetzen? Ah, nee, da. Eine riesige Uhr. Sowas in der Art. Der Mechanismus scheint bestimmte Aktivitäten freizuschalten, falls Fink seinen Segen dazu gibt. Und jetzt? Müssen wir warten, dass der Kuckuck erscheint? Nein. Den Uhrenschlüssel haben wir schon. Wenn wir die Uhr aufziehen, können wir jede Tür öffnen. Ah ja. Eine Menge Arbeit, um ein paar Türen zu verschließen. Tja, wenn Fink etwas liebt, dann eine Menge Arbeit. Okay, den gemalten Raum für Raum rein. Stelle die Uhr. Nein, 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 nein. Wenn ich schon die Möglichkeit habe, überall reinzugehen, dann mache ich das auch. Absinth. Minus Eve. Nö, nehmen wir nicht. Sind wir nur noch dicht. Dann kommen auf komische, flauschige Gedanken. Das macht man nicht. Scheint schon eine Weile. Niemand mehr. Hier unten gewesen zu sein. Okay. Abel, Prophet, Antiote, Profit. Irgendwie sowas in der Richtung. Nee, rauchen tut man nicht. Was steht hier dran? Lettery, you old sisters, sure. To impress the rubber? You give the sales pitch, I will provide the snake oil. Okay. Okay. Ich bin zu doof, um das zu kapieren. Boogie ist resistent gegen Intelligenz. Nee, ich will Zigaretten aufheben. Was steht hier noch? Untold rewards await the faithful in eternity. Okay. Schön. An den Raum kann ich mich allerdings nicht so erinnern. Schwert, Schlüssel und eine Nachricht. Volumen. Clavem. Cladium. Cladium, Clavem, Volumen. Clavem, Cladium, Volumen. Okay. Schwert, Schlüssel, Text. Nehmen wir es einfach mal. Ich finde interessant, dass da halt einfach nichts ist. Leisure. Das würde mich interessieren. Uhr stellen. Wir sind ja kein Speedrunner und deswegen nimmt sie Zeit. Hier ist nichts, gut. Oh, Alkohol. Ja. Mit mir? Voxophon. Oh. Meeresschnecken. Verdammte Meeresschnecken. Hätte dieser Asiat nicht etwas Praktischeres als Quelle für seine Plasmide finden können? Wenn es einen Gott gibt, und ich habe bisher mehr Hinweise gesehen, die gegen diese These sprechen, als dafür, dann hätte er Adam doch eher in den Bauch einer hübschen Möwe oder Krähe gesteckt. Die Kosten für diese ganzen Unterwasserexpeditionen sind Gift für meine Gewinnmarge. Das ist denn gar noch eine Kohle. Ein kurzer Bauplan, wie es aussieht. Kostenschätzung. Süß. Wir können ja echt nichts machen, nur ein bisschen immer was angucken. Oh, was ist das? Kinder Sides from the Garbage Shift Bar. Gucken wir mal an. Nur was wir hier lernen. Vielleicht der Nahverkehr oder so. Let me place myself in the camp of the agnostic. I pretend to understand the mysteries of the infinite no more than you, Comstock or anyone else for that matter. For the sake of argument, let's say this is all one unhappy accident, and we all alone in our toils. Then who would Comstock use to control and shame us with rules that apply only to those with not a penny in their pocket? If there were no God, you could rest assured the first deed done by the first rich man
would be inventing him. Aye. Thank you.